Ich werde immer wieder oft gefragt, wie ich denn zu jemandem werden kann. Wie werde ich denn zu dieser glücklichen Person oder zu dieser liebevollen Person, die ich im Außen vielleicht suche? Und der Punkt ist immer der, dass du wirklich nach innen gehen musst und du musst schauen, welche Identität musst du sein, damit du dieses Leben erschaffen kannst. Und es geht nicht hier darum, im Außen zu suchen oder rumzuschauen, wie du damit umgehst oder wie das andere machen, sondern du musst wirklich dich selber fragen, wer muss ich sein? Wer muss ich sein, damit ich diese Person werde? Oder wie muss ich mich verändern? Wie muss ich im Inneren für mich leben, damit ich zu dieser Identität werde? Und das ist auch das Besondere an Zielen. Ziele stellt man sich eigentlich nicht, weil man sie erreichen möchte. Also klar, im Grunde genommen möchte jemand jedes Ziel erreichen, aber Ziele sind wirklich dafür da. Und das ist dieses Schöne an Zielen, weil dieses Ziel dich auffordert, etwas anderes zu sein. Praktisch, du musst etwas anderes sein, um dieses Ziel zu erreichen. Es geht vielmehr um diese Entwicklung zu dem Menschen, zu dem du wirst, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist auch dieses Schöne an dieser ganzen Persönlichkeitsweiterentwicklung und auch an deiner Berufung, an deinem eigenen Ruf. Denn in dem Moment, wo du deinen eigenen Weg gehst und deine Ängste in die Augen schaust und deine Ängste durch deine Ängste hindurchgehst und begreifst, dass das eigentlich nur Schatten sind und die nicht wirklich existieren, in dem Moment, das ist genau das, wofür deine Berufung da ist, wofür du wirklich da bist. Denn deine Berufung ist so viel stärker als wie deine Ängste. Und in dem Moment, wo du es für dich begriffen hast, dass du eigentlich nur diesem inneren Ruf folgen musst, um wirklich schöpfen zu können, um wirklich dieser Mensch dann sein zu können, der du im wahren Kern wirklich zum Vorschein bringen kannst. Und das ist wirklich dein Weg, das ist der Weg von jedem von uns, dass man durch diese Ängste hindurchgeht und sich immer wieder fragt, welcher Mensch muss ich sein, um das zu erreichen? Welcher Mensch muss ich sein, um Liebe zu geben? Welcher Mensch muss ich sein, um eine erfüllte Partnerschaft zu manifestieren zu können? Welcher Mensch muss ich sein, um diesen Ängsten endlich ein Ende zu setzen? Und das ist immer dieses Schöne an dieser Berufung, weil diese Berufung steckt immer hinter unseren Ängsten. Und du wirst immer wieder von dem Leben gerufen, auf jegliche Art und Weise vielleicht eine Partnerschaft zu beenden, weil du dich einfach da in Gewohnheit so festhältst und denkst, okay, es ist eigentlich alles gut, aber tief im Innern ruft dich das Leben und sagt, es ist nichts gut, du musst daran lernen, du musst daran wachsen und es dann für dich abschließen. Oder ein Thema Beruf, wo du gerade arbeitest, wenn du damit nicht stimmig bist und einfach nur arbeiten gehst, weil du arbeiten gehen musst. Du wirst so lange darin dann merken, dass du unglücklich bist, weil du aufgehört hast, deinem Ruf zu folgen, weil du Angst hast, diese Sachen aufzugeben. Aber du musst Risiken eingehen, du musst springen, du musst losgehen, damit du wirklich deinem Herzen folgen kannst. Und stell dir bitte für dich jeden Tag die Frage, welcher Mensch muss ich sein, damit ich das im Außen erreichen kann? Welcher Mensch muss ich von innen, von meiner Identität, was muss ich da verändern, um in diese Schöpfermanifestation zu gehen? Und ja, ich hoffe, das Video konnte dir weiterhelfen und dass du wirklich jetzt endlich losgehst für deine Berufung und für das, was du hier bist, denn du bist so viel mehr. Und durch diese Berufung kannst du immer wieder zu diesem Menschen werden, zu dem Menschen, wofür du eigentlich wirklich hier bist. Und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Schön, dass es dich gibt und bis ganz, ganz bald.